Servus Leute, hier ist wieder Sergej Glaukos. Ich bin heute in Malta und heute habe ich den Christoph Heuermann hier. Hallihallo. Hallo Sergej. Christoph ist einer der größten Experten in ganz Deutschland im Bereich Steueroptimierung und Firmen ins Ausland auslagern und alles, was mit Unternehmen zu tun hat. Und er setzt halt das ganze Setup und so weiter auf. Christoph war auch schon im Fernsehen bei Galileo, soweit ich das jetzt verstanden habe, ne? Genau, vor einem Monat war das. Genau. Und Christoph ist heute zufällig auch in Malta, weil wir gemeinsame Freunde haben. Und wir machen heute einfach mal einen Spaziergang. Er erzählt uns heute ein bisschen von sich. Und ja, lass uns einfach mal losgehen. Mhm. Erzähl uns einfach mal kurz ein bisschen, was du machst. Ja, ich bin quasi Unternehmer, habe meinen Blog startenlos.ch. Mhm. Das heißt, ich erkläre Leuten verschiedenste Möglichkeiten auf der Welt, die sie nutzen können, um freier zu leben. Mhm. Das heißt, wie man ein Unternehmen im Ausland steueroptimiert gründet, wie man vielleicht auch auswandert, ein Reiseleben führt, um keine Steuern zu zahlen, Vermögen zu schützen. Quasi irgendwie alles, was du in anderen Ländern machen kannst. Ja. Okay. Ich verfolge so ein bisschen das Mantra, geh dorthin, wo du am besten behandelt wirst, weil du halt in manchen Ländern, in manchen Aspekten eben nicht so gut behandelt wirst. Okay, verstehe. Wie hast du mit der ganzen Geschichte angefangen? Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich habe eigentlich Verwaltungswissenschaften studiert. Habe dann aber sozusagen auch nach Praktika unter anderem im Deutschen Bundestag bei der EU in Brüssel schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Ich möchte lieber ja, selbst was machen, das auch mit Reisen kombinieren. Und habe dann sozusagen die Seiten gewechselt und auch mein Insiderwissen so ein bisschen dazu genutzt, jetzt die ganzen Schlupflöcher, legalen Schlupflöcher herauszufinden und die den Leuten eben zugänglich zu machen. Okay, krass. Wann war das ungefähr? Ich mache das Ganze jetzt seit 2 Jahren aktiv, aber beschäftige mich damit schon seit ca. 6 Jahren. Das hat vor allem auch, sag ich mal, philosophische, moralische Hintergründe. Ich würde mich selbst als Anarchist bezeichnen. Anarchist. Das heißt einfach, dass ich es auch durchaus moralisch finde, keine Steuern zu zahlen, keine Staaten zu unterstützen. Okay. Das ist auch durchaus eine sehr treibende Kraft, die mich sehr bei diesem Business motiviert. Okay, verstehe. Cool. Du hast gerade erwähnt, du hast auch einen Blog. Ja? Genau. Und der wird recht gut besucht und da kann man sich Tipps abholen. Ne? Genau, ich habe den Blog startenlos.ch. Okay. Deutschsprachig. Ich habe auch einen spanischsprachigen Blog, librestado.com. Und ich habe jetzt bald auch einen englischsprachigen Blog. Ach was, das ist ja cool. Also ich skaliere sozusagen auch in andere Märkte. Ich mache das generell auch für Kunden weltweit, jetzt okay. Schon. Aber natürlich spezialisiert auf Deutsche, Österreicher und Schweizer. Du meinst zu mir, Malta hat eine ganz besondere Bedeutung in deinem Werdegang. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe mein Business gegründet nach meinem Verwaltungswissenschaftsstudium. Mhm. Das habe ich noch durchgezogen, habe aber quasi nichts gemacht und mich quasi selbst weitergebildet. War dann auf Reisen ein halbes Jahr in Lateinamerika, habe mein Unternehmen in Mexiko gegründet, als ich dort auf Reisen war. Dann aber, wie es so kommt, die ersten paar Monate ist es eher schwierig, so ein Online-Business aufzubauen. Ich war nicht ganz sicher, ob das was wird. Also bin ich nach Malta gegangen, um hier noch einen Master zu studieren. Ja. Hat dann aber hat sich dann schnell herausgestellt, dass das nichts für mich war und dass mein Business auch besser lief. Dann habe ich nach 2 Monaten hier aufgehört, habe noch weiterhin 3 Monate in Malta gelebt, hier quasi mein allererstes digitales Produkt entwickelt und veröffentlicht. Mhm. Und seitdem ging es wirklich sehr steil aufwärts mit meinen ganzen Geschichten. Und deshalb hat Malta einfach eine spezielle Bedeutung, weil ich hier quasi mein Business hochgezogen habe. Okay. Aber du hast dein Business, ich meine, du hast gerade schon erklärt, aber hat das sofort alles funktioniert? Hast du sofort Geld gemacht damit? Ich habe relativ schnell Geld gemacht damit. Bereits nach 3-4 Wochen habe ich gemerkt, dass Leute interessiert sind an meinen Dienstleistungen. Mhm. Also da hatte ich natürlich deutlich weniger Expertise als jetzt. Mhm. Und natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was ich für, sag ich mal, Preise verlangen kann und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, am Anfang habe ich nur eine, sag ich mal, schriftliche Beratung gemacht. Es hat mich 3-4 Stunden gekostet, diesen Report aufzusetzen und ich habe da 30 Euro für verlangt. Okay. Das war für mich damals gutes Geld. Mittlerweile, seitdem haben sich die Preise öfters mal erhöht natürlich. Ja. Okay, interessant. Weil viele Unternehmer schauen auch diesen YouTube-Kanal und schauen sich regelmäßig sehr gerne diese Videos an. Und deswegen frage ich, weil häufig, wenn man ein eigenes Geschäft anfängt, wenn man eine Geschäftsidee hat, haut es nicht sofort hin. Und viele Leute haben dann, heute sind wir gleich groß, schau mal. Sehr gut.
Hier ist nämlich so ein Bordstein. Ja, du machst das nicht oft mit 2 Meter Männern. Ja. Nee, nicht so oft. Meistens sind die Leute irgendwie einen halben Kopf größer als ich. Ja. Ich bin ja relativ klein, aber du bist ja auch riesig gewachsen, ne? Ja. Zu viele Fruchtzweige gegessen. aber viele, also bei uns, als wir mit unserem Geschäft angefangen haben, hat es auch nicht sofort geklappt. Wir haben zwar am Anfang sofort Kohle gemacht, aber wir konnten nicht sofort davon leben. Mhm. Und ich meine, vielleicht kennst du das ja auch so mit diese ganzen Existenzängste, kann ich jetzt davon leben und so weiter, soll ich mir einen richtigen Job suchen? Wie gehst du mit sowas um, beziehungsweise hattest du sowas jemals? Ja, es war natürlich auch ein großer Druck, familienmäßig und so weiter, was ich denn jetzt mache, dass ich irgendwas im Internet mache. Ich meine, meine Eltern haben immer noch nicht verstanden, was ich genau mache. Denken immer noch, ich bin irgendwie Drogendealer oder sowas, ja. Ja. Da kommst du auch nicht von los. Aber ich meine, ich habe meinen Weg gegangen und die sehen mittlerweile, mir geht's gut. Achtung. Ich bin überall auf der Welt unterwegs und sie sehen alle meine schönen Bilder auf Instagram und sehen, dass es doch nicht zu schlecht sein kann, wie ich mich über Wasser halte. Okay. Und ich sag mal, was Existenzängste angeht, habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Weil ich denke, jeder Unternehmer, der mal ein bisschen was im Internet gemacht hat, sieht schnell, selbst wenn sein Projekt komplett scheitert, er wird immer Mittel und Wege finden, irgendwie ein paar 100 € im Monat zu verdienen, von denen er, wenn er jetzt nicht zu abgehoben ist, durchaus leben kann. Ja, ja, was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt gerade so mit dem Internet-Business anfängt? Oder womit sollte man anfangen? Siehst du überhaupt noch Zukunft für jemanden, für Leute, die jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal vom Internet-Business hören? Ich glaube, es gibt immer Zukunft, aber es kommt natürlich extrem darauf an, was man macht. Mhm. Es gibt immer diese ganzen Leute, die irgendwelche Reiseblogs starten und sowas. Sowas funktioniert natürlich nicht, da kannst du kein Geld mit verdienen. Das heißt, es gibt aber tausende von anderen Sachen, ob es jetzt Affiliates sind für bestimmte Produkte, was auch immer. Was ich den meisten Leuten raten würde, ist halt einfach, sich eine sehr schöne Nische zu suchen und dann einfach wirklich fokussiert zu bleiben, möglichst viele Leute kennenzulernen, auf Konferenzen zu gehen, sich mit Leuten zu connecten, weil daraus ergibt sich immer neue Möglichkeiten. Apropos mit Leuten connecten und so weiter, ich meine, in deinem Tätigkeitsbereich kommst du ja auch mit vielen Geschäftsmodellen in Verbindung. Wie wichtig ist für dich Networking, für dich persönlich? Networking ist extrem wichtig für mich. Und das ist auch das Schöne, ein bisschen an meinem Business. Sag mal, schon erst kommen Kunden zu mir und die werden irgendwann dann zu Bekannten und teilweise auch zu guten Freunden. Ja? Mhm. Einfach, weil sie sehr, sehr schöne Geschäftsmodelle haben, die dann auch wieder ermuntern, sage ich mal, Kooperationen zu schließen. Da hat sich schon einiges Schönes daraus entwickelt, ja. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Schau mal hier. Sieht richtig schön aus. Also Malta hat auch an sich sehr viele schöne Ecken, stimmt's? Ja, ja. Malta gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich habe hier gelebt für 5 Monate. Ich bin auch hier so ein bisschen mit dem Motiv hingegangen damals, weil es eben eine Steueroase war. Ich wollte ja nach meinem Studium nicht in Deutschland bleiben. Ich wollte natürlich selbst in einer Steueroase leben. Deshalb bin ich hier hingezogen. Mittlerweile lebe ich in Panama. Das ist noch ein bisschen besser, zumindest steuerlich, als Malta. Aber ich habe mich natürlich auch gern mal im Sommer gerade hier in Europa auf. Ja. Kann man denn hier überhaupt durch? Hier ist ein bisschen der Weg sehr steinig, oder? Wir hätten rechts gehen müssen. Ach so, ja, dann lass uns zurück. Ja. So, jetzt können wir nochmal hier sehen, wie schön es hier aussieht. Also mich hat Malta auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Lass uns mal kurz Plätze tauschen. So. Würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade in Deutschland vielleicht sich noch befindet, in Deutschland auch zu gründen? Ja, es ist immer die Frage, was er macht, wie weit er schon fortgeschritten ist. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Anfänger ist, dann kann man einfach sein Gewerbe in Deutschland anmelden. Da passiert auch nicht viel, wenn man dann irgendwie das Land verlassen möchte. Aber jeder, der schon so ein bisschen Geld verdient, der sollte sich halt klar machen, sobald er eine UG oder eine GmbH gründet und dann wegziehen will. Es gibt sowas wie Wegzugsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Das heißt, Unternehmern werden sehr viele Steine in den Weg gelegt, wenn sie dann das Land tatsächlich verlassen wollen. Das heißt, am besten, wenn man noch erstmal in Deutschland bleiben möchte und dann in 1-2 Jahren weg möchte, lieber Einzelunternehmer bleiben. Auch wenn das innerhalb Deutschlands steuerlich nicht so geeignet ist. Okay, nochmal das Letzte. Auch wenn das, sag ich mal, steuerlich für einen Unternehmer in Deutschland natürlich deutlich besser ist, mit Mutter-Tochter-Gesellschaften GmbHs zu operieren. Okay, verstehe. Ich bin ja in dem Bereich überhaupt eine Niete. Ich habe davon gar keine Ahnung.
Ich bin eher so im Sales- und Marketing-Bereich sehr, sehr gut. Und all diese strukturellen Sachen und dieses Legale und so, diese ganzen. Der war laut. Ja. Davon habe ich keine Ahnung. Hast du Geschäftspartner auch, die irgendwie andere Sachen erledigen oder bist du ein Ein-Mann-Unternehmen? Ich bin quasi ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich habe einen Praktikant im Moment. Ich habe diverse Freelancer, die für mich arbeiten. Und Ghostwriter, die gerade ein Buch schreiben, weil ich das natürlich nicht mehr alles alleine machen kann. Ja. Bloß ich bin natürlich, sag ich mal, hochspezialisiert. Das heißt, Beratung, auch E-Mails und so weiter, kann ich letztlich gar nicht ausärgern. Und ich mache viel mit Leuten zusammen, gerade auch was Kurse angeht. Für alles Mögliche ist ja oft sehr spezifisch. Ne? Die Trader brauchen das eine, die Glücksspieler das andere, die Affiliate-Marketer nochmal das andere. Mhm. Da lässt sich extrem viele Nischen lassen sich da eben bedienen mit sehr spezialisierten Hintergrundwissen. Ja. Das heißt, du bist da, du machst für wirklich für jeden Einzelnen wirklich das passt. Ich bin halt genau extrem individuell und maßgeschneidert. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie in Malta, eine Kanzlei, die sagt, auch Malta ist das Beste, gründet mal hier, das passt schon so. Ich habe wirklich, sage ich mal, alle Länder der Welt und schaue, was wirklich das Beste ist, weil es extrem viele Sachen macht. Das Gebäude hier scheint richtig hoch. Ich glaube, ist das das höchste Gebäude in Malta? Genau, das ist der Porto Marzo Tower. Ja. Ist auch ein netter Club da oben drin, ne? Ist ein Club drin? Sehr exklusiv, ja. Ich versuche das mal auf Video zu kriegen gerade. Lass uns mal zusammen da hochgucken. Schau mal hier. Sieht gut aus, ne? Das ist der Turm, ne? Das ist der Turm, der Porto Marzo Tower, ja. Na gut. Vielleicht kann ich das als Coverfoto machen für das YouTube-Video. Schauen wir mal. Okay, du scheinst auch viel zu arbeiten und so, ne? Trotz des Reisens. Ja, ich reise sehr, sehr viel. Ich bin allein dieses Jahr schon in 28 Ländern gewesen. Verrückt. Verrückt. Aber ich krieg's trotzdem natürlich hin, auch einiges zu erledigen. Hin und wieder mal einen Blogbeitrag zu schreiben. Und natürlich die meiste Zeit immer einfach Beratungsgespräche in Anspruch. Aber die kannst du eben auch sehr flexibel erledigen, ja. Wie kriegst du es hin? Ich meine, wie kriegst du es hin, gleichzeitig zu reisen und effektiv zu arbeiten? Ich glaube, ich arbeite sehr effizient. Ich habe da so ein bisschen meine Prinzipien, Pareto-Regeln und so weiter, dass ich halt extrem viel optimieren versuche. Ja. Dass ich auch mich um viele Sachen gar nicht so kümmere. Das heißt, mein Business würde deutlich besser laufen, mal links gehen. wenn ich mal ein ordentliches Marketing, diese ganzen Sachen machen würde. Das kommt auch noch in Zukunft, aber für mich ist es im Moment nicht, sag ich mal, Priorität. Verstehe. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch super viel Potenzial da, wenn ich mal anfange, Werbung zu schalten und diese ganzen Geschichten. Bloß im Moment habe ich jetzt schon mehr als genug zu tun. Mhm. Und wenn ich jetzt Werbung schalte, dann geht es gar nicht mehr. Hier kommen wir nicht durch. Lass uns mal wieder zurückgehen, weil ich habe das Gefühl, hier sind ganz viele Autos. Hier ist ja diese Potsmaßenverbindung jetzt. Ah, okay, super. Aber hier sind nicht so viele Autos, oder? Okay. Super. Gibt es für dich irgendwie Inspirationen, Leute, zu denen du aufsiehst, die dich irgendwie inspiriert haben oder Mentoren von dir waren oder motiviert haben? Es sind einige Freunde von mir, die ich im Laufe meiner Tätigkeit getroffen habe, die mich oft mal angeschrieben haben. Mhm. Du machst coole Sachen, lass uns mal treffen. Und dann habe ich gesehen, ach, die machen auch coole Sachen. Guter Freund von mir aus Österreich zum Beispiel, schon ein bisschen älter, verheiratet, Kinder. Der macht auch, sage ich mal, ein ortsunabhängiges Leben, hat eine Firma in den USA, hat Büros in China und sonst wo. Er lebt 3 Monate in Kolumbien, 3 Monate in Österreich, 3 Monate in Südostasien, 3 Monate in den USA. Cool. Seine Kinder erzieht er selbst oder unterrichtet er selbst. Und das ist so ein Lifestyle, den ich mir auch selbst vorstellen könnte. Ja, ich möchte noch 2-3 Jahre relativ viel reisen. Ich habe auch das Ziel, quasi alle Länder der Welt zu bereisen. Und dann aber natürlich werde ich mir ein paar schöne Orte auf der Welt aussuchen und dort bleiben. Das ist cool. Was sind so deine Lieblingsorte? Ich bin viel unterwegs eben in Panama, weil ich dort meinen Wohnsitz habe. Und im Nachbarland Kolumbien finde ich sehr attraktiv dort. Ich kaufe mir auch gerade ein Apartment in Medellin. Finde ich eine sehr schöne, unterschätzte Stadt, die mittlerweile relativ sicher geworden ist. Ich bin viel so in Kroatien, Montenegro, Ukraine. Auch Asien, weil ich jetzt die letzten Monate das erste Mal, gefällt mir sehr gut, ja. In Deutschland bin ich relativ selten, 3-4 Wochen. Ja. Das ist das, was du gerade meintest? Das ist hier so ein bisschen das Nobelviertel von Malta. Boah, Porto Marzo Marina.
ist so ein bisschen die teuersten Wohnungen hier. Exquisite Restaurants. Ja, in Malta lässt sich schon leben. Auch mit wenig Geld, aber wer hier Geld verpassen möchte, der kann das auch schon. Was sagst du gerade? In Malta lässt es sich schon leben, ja. Und sowohl mit wenig Geld als auch mit viel Geld. Ja, ich sehe. Wie die typisch Steueroase sozusagen. Ja. Ich sehe gerade die Yachten, das ist alles Steuergelder. Ist nicht wie Monaco, ich war gerade vor ein paar Tagen in Monaco, aber auch Malta zieht sehr viel Kapital an natürlich. Malta zieht viel Kapital an, wobei die Löhne, habe ich gehört, sollen hier nicht so hoch sein, ne? Die Löhne sind relativ niedrig, ja. Darf ich hier nochmal so eine Runde gehen und dann zurück? Ja, klar. Können wir einfach runtergehen. Ach so, runter kann man auch? Ja, ja. Ja, dann lass uns das doch tun. Wenn wir da runterkommen. Wo geht man denn hier runter? Da vorne sind welche da. Alles klar. Das ist auch alles offen, das ist Restaurant und so weiter. Okay, sehr cool, sehr cool. Hast du Lieblingsbücher, liest du? Ja, ich lese extrem viel, oder ich habe früher extrem viel gelesen, jetzt komme ich nicht mehr wirklich dazu. Klar, je mehr man arbeitet, desto weniger kommt man dazu, ich kenne das persönlich auch. Das ist, hat eben auch mir extrem viel weitergeholfen, sonst hätte ich dann mein ganzes Business gar nicht starten können. Mhm. Neben dem Studium, was ich quasi schleifen habe lassen, extrem viel über Marketing, Online, Business, was auch immer gelesen. Und das hat mir natürlich sehr, sehr dabei geholfen, das Ganze jetzt aufzusetzen. Was sind so deine Top 3 Lieblingsbücher? Ja, es gibt ein sehr schönes, also ich lese mittlerweile eigentlich nur noch Sachbücher. Mhm. Ich will jetzt über Sachbücher sprechen. Ja, logisch. Was ich sehr empfehlen kann, ist, das heißt The Dow of Capital. Das heißt, es ist ein Buch, das quasi Wirtschaftstheorie erklärt. Alternative Wirtschaftstheorie, österreichische Schule der Nationalökonomie, vielleicht schon mal gehört. Mhm. So ein bisschen kombiniert mit der Philosophie des Daoismus. Ich bin selbst Daoist und ich glaube, diese Philosophie des Daoismus birgt sehr interessante Einsichten. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch, auch sehr verständlich erklärt und sollte jeder Investor lesen, auch jeder Unternehmer, der wirklich, sag ich mal, Wirtschaft verstehen möchte. Weil Wirtschaft hat nicht wirklich mit dem zu tun, was man irgendwie im Ökonomiestudium lernt. Ja. Mhm. Ein weiteres Buch, was ich sehr gut finde, kennen viele auch, den Nassim Nicholas Taleb. Oh ja, von dem habe ich gehört. Antifragilität. Das heißt, es ist dieses Prinzip Antifragilität, quasi Gegenteil, also ich sag mal, antifragil sind Sachen, die unter Druck, die Druck nicht nur standhalten, sondern von Druck profitieren. Mhm. Und ich selbst versuche mir eben auch so ein antifragiles Leben aufzubauen. Ja, es ist quasi so, in meiner Tätigkeit, diese ganzen Steueroasen, die kriegen immer mehr Druck und so weiter, immer mehr Bankkonten werden ausgetauscht, was auch immer. Für mich ist es eigentlich nur positiv. Auch die ganzen Regulierungen in Deutschland, sag ich mal, je eingeschränkter Deutschland wird, desto mehr Leute wollen natürlich das Land verlassen. Davon profitiere ich natürlich. Das heißt, ich habe ein, sag ich mal, antifragiles Business und ich sehe relativ schwarz für Europa in den nächsten Jahren. Ach ja. Aber für mich persönlich hat das natürlich durchaus Vorteile. Ja. Apropos schwarz. War gerade nur so die Situation. Okay, was ist dein drittes Lieblingsbuch? Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, ich muss mal überlegen. Das waren jetzt so echt die zwei Sachen, die mir sofort eingefallen sind. Mhm. Ich sag mal, ich lese allgemein sehr viel über Biologie, Evolutionstheorie, diese ganzen Sachen reizen mich sehr. Ach was, also nicht nur Steuern Psychologie, so. nein, extrem weit gefächert. Und man merkt einfach nach einer gewissen Zeit, dass das ein Weltbild, was man irgendwie hat, durch diese Sachen, sag ich mal, durchaus bestätigt wird, weil gleichzeitig lernt man natürlich so viele neue Sachen dazu. Mhm. Das halte ich für sehr wichtig, extrem breit zu lesen, auch Geschichte, Philosophie. Da gibt es noch ein sehr gutes Buch, fällt mir gerade ein, sollte auch jeder lesen. Das heißt For Good and Evil, The Impact of Taxes on Modern History. Und das ist so eine, sag ich mal, Biografie von Steuern von seit der Steinzeit sozusagen bis heute. Mhm. Und das ist extrem gut dargestellt, wie hohe Steuern die ganzen Reiche immer zerstört haben und niedrige Steuern die ganzen Staaten, sag ich mal, zum Blühen gebracht haben. Also sollte jeder lesen, das ist ein super interessantes Buch. Kannst du in ein paar Worten zusammenfassen, wieso niedrige Steuern besser sind als hohe Steuern? Ja, ich sag mal, einerseits ist es einfach die Komponente, dass hohe Steuern immer dazu führen, dass Leute auswandern,
in Länder abwandern, die niedrige Steuern haben. Zumindest wenn die Steuern zu groß werden. Und andererseits ist natürlich einfach die Sache, es kann sich deutlich mehr Kapital anbilden. Leute haben deutlich mehr Zeit, weil sie vielleicht auch nicht so viel Geld verdienen müssen, um zu leben, in andere Projekte zu investieren. Ich glaube, das ist, was den Fortschritt, auch die Kultur einer Gesellschaft anbelangt, sind niedrige Steuern sehr, sehr gut. Und hier in Malta haben wir eben auch die Sache, relativ niedrige Steuern, zumindest für die ganzen Ausländer. Und klar, das mag einigen Ländern schaden, aber ich bin davon überzeugt, natürlich aus moralischer Perspektive, dass man durchaus niedrige Steuern auch machen kann. Ja? Muss man halt einfach auch, sag ich mal, sich auf die Ausgabenseite konzentrieren und nicht zu viel Geld ausgeben lassen vom Staat. Ja. Was sind so grob die Schritte, die jemand gehen sollte, der jetzt von hohen Steuern oder einem Hochsteuerland in ein Niedrigsteuerland gehen sollte? Jetzt nicht so, nicht im Detail, sondern jetzt mal grob. Was müsste man checken? Was müsste man machen? Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Wenn man jetzt irgendwie schon Kapitalgesellschaften in Deutschland hat, muss man diese Wegzugsbesteuerung und so beachten. Letztlich aber, man muss sich plötzlich aus Deutschland abmelden. Abmeldung? Das ist Schritt 1? Das ist Schritt 1, genau. Und es gibt eben, damit ist es nicht getan, man muss den sogenannten Lebensmittelpunkt, darf man nicht mehr in Deutschland haben. Das heißt, weniger als ein halbes Jahr da sein, keine eigene Wohnung, dauerhaft, keine Kinder oder Partner im Land lassen. Und wenn man das alles beachtet, dann kann man relativ schnell aus der ganzen Sache rauskommen und sollte natürlich in ein richtiges Land einwandern. Da gibt es sehr viele Staaten auf der Welt, was viele nicht wissen. Es gibt 85 Staaten, also über ein Drittel, wo du richtig strukturiert komplett steuerfrei leben kannst. Und da sind auch durchaus attraktive Länder dabei, wie zum Beispiel hier Malta. Also Malta finde ich klasse. Also du hast einen europäischen Lebensstandard und gutes Wetter. Malta bzw. andere Niedrigsteuerstaaten in der EU, Zypern zum Beispiel, sind eben auch sehr interessant, weil sie EU sind. Das heißt, es ist extrem leicht einzuwandern. Es gibt diverse EU-Vorteile, das heißt, EU-Gesetze stechen nationale Gesetze aus. Wegzugsbesteuerung gilt zum Beispiel hier nicht. Lass uns kurz in die andere Richtung wieder zurückgehen. Ja. Sorry, was hast du gerade? Was war der Satz, was du gerade gesagt hast? Ich sag mal, weil es in der EU ist, die ganzen EU-Gesetze stechen die nationalen Gesetze aus. Das heißt, so eine Wegzugsbesteuerung in Deutschland greift nicht. Das heißt, extrem viele Leute gehen im ersten Schritt nach Malta oder nach Zypern. Und dann nach ein paar Jahren gehen sie ganz raus aus der EU. Nochmal. Die gehen erstmal raus. Die gehen erst nach Malta oder Zypern, okay, damit sie die Wegzugsbesteuerung nicht zahlen müssen, okay, weil das EU-rechtswidrig ist. Aha. Also die ganze Geschichte ist eigentlich gar nicht erlaubt, aber Deutschland macht das trotzdem. Und wenn sie dann irgendwie ihr Unternehmen verkauft haben, liquidiert haben, was auch immer, oder andere Wege gefunden haben, das zu gestalten, da gibt es viele Wege, dann machen sie den Schritt heraus in, sag ich mal, noch bessere Länder. Die wären zum Beispiel? Es gibt viele attraktive Länder. Kommt natürlich auch immer darauf an, was, sag ich mal, die eigenen Präferenzen sind. Ne? Ich bin zum Beispiel in Panama, sogenannte Territorialbesteuerung, alles, was du im Ausland verdienst, ist komplett steuerfrei. Manche gehen lieber nach Dubai oder nach Thailand oder Malaysia oder Paraguay. Gibt es extrem viele Länder. Und oft eben auch Länder, wo man sich nicht zwingend aufhalten muss. Das heißt, in Panama muss man alle zwei Jahre einmal sein. Ich finde Panama relativ attraktiv, bin dort öfter, zwei, drei Monate im Jahr, aber das müsste ich gar nicht. Weil ich eben im Moment auch sehr viel reisen möchte. Okay. Sehr, sehr cool. Was sind so deine Zukunftspläne? Hast du irgendwie ein paar coole Sachen geplant, mittelfristig oder langfristig? Ja, ich habe natürlich einige Pläne, auch was mein Business angeht. Ich möchte natürlich erstmal ordentlich skalieren. Habe noch viele, sag ich mal, Buchprojekte vor, die ich schreibe. Das heißt, ich habe zum Beispiel schon Bücher geschrieben über Offshore-Banking, über Medizintourismus. Ich bin gerade dabei, ein Lexikon sozusagen zu verfassen über, sag ich mal, 60 attraktive Länder auf der Welt, wo ich auch die ganzen Einwanderungsbedingungen und Steuersysteme erkläre. Das ist gerade ausgelagert an eine Ghostwriterin. Und ich sag mal, dieses Ganze, was ich jetzt mache, werde ich sicherlich noch eine Weile fortführen. Und es gibt so viele andere Projekte, die ich mit Freunden teilweise jetzt schon umsetze. Ja. Und wenn man einmal so Unternehmerluft geschnuppert hat, dann lässt einem das auch nicht los, ja? Ja, das kenne ich viel zu gut. Ich habe Freunde, die wollten sich schon lange zur Ruhe setzen, irgendwie mit 30, 35, ja, ja, die haben genug Geld verdient. Aber dann macht man erstmal irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr lang nichts. Eben. Und dann ist man, genau, dann ist man wieder heiß darauf. Ich hab auch viele dieser Kunden, die sagen auch, ich kann eine Stunde am Strand liegen, also muss ich wieder was machen. Ja. Ich habe das vorhin
das vorhin auch mit meinem Geschäftspartner diskutiert oder mit anderen Freunden, die auch irgendwie Unternehmer sind. Selbst wenn du Urlaub hast, kannst du nicht anders, ja, als an Unternehmen zu denken. Und ich sag mal mittelfristig, ich habe zum Beispiel ein Projekt gerade in Panama, wo ich eine Insel kaufe. Und auf dieser Insel wollen wir eine Art Coworking Space bauen. Ah ja. Nebenbei, in 2 Wochen mache ich jetzt einen Segelschein. Mhm. Langfristig könnte ich mir sehr gut vorstellen, sage ich mal, ultimative Freiheit, mit dem eigenen Segelboot durch die Welt zu kreuzen. Geil. Das sind alles so Langzeitpläne, die ich hege. Aber ich sag mal, jede Woche bringt irgendwas Neues. Man begegnet irgendwie neue Menschen, die coole Sachen machen. Mhm. Und das lässt sich letztlich nicht planen. Ja. Mhm. Ich hätte vor 2 Jahren niemals gedacht, wie schnell sich das bei mir entwickelt und wie sich das entwickelt und so weiter. Warte mal, vor 2 Jahren hast du angefangen? Ich habe vor 2 Jahren erst den Blog startlos.ch gegründet. Aha. Ich glaube, ich habe damals noch irgendwie was davon mitbekommen. Ich habe das gesehen, fand das irgendwie ganz, ganz okay. Aber jetzt mittlerweile ist das ja ein riesengroßes Projekt geworden und jetzt ist das ziemlich geil. Ja, natürlich. Am Anfang habe ich relativ viel geschrieben, weil ich hatte noch nicht so die größte Expertise, klar, die das einfach ergeben hat. Durch auch extrem viele Rückmeldungen, weil ich einfach sehe, wie sich das auch tatsächlich in der Praxis auswirkt. Aha. Ich habe sicherlich schon 400 Leute jetzt beraten, noch Unternehmen gründen lassen und so weiter. Und das heißt natürlich einfach, ich kenne auch, wenn Probleme auftreten, weiß ich jetzt, worum es geht. Mhm. Und weiß auch alles, wie man sich vermeiden kann. Mhm. Klar, am Anfang ist es immer so, dass man viele Sachen nicht weiß. Man weiß noch nicht, was man nicht weiß. Genau. Und dann dauert es ja auch, die Kontakte aufzubauen mittlerweile. Ich habe ein sehr gutes Netzwerk, an zum Beispiel in Partnerkanzleien. Mhm. Das heißt, wenn jemand ein Bankkonto möchte oder eine Firma gründen möchte, das mache ich nicht selbst. Da habe ich in jedem Land der Welt, zum Beispiel auch hier in Malta, einen Anwalt sitzen, der das dann eben macht. Mhm. Cool. Das heißt, ich bin eher so eine Art Promoter, kann man fast sagen, Online-Marketer, der sich aber natürlich extrem stark in das Thema eingearbeitet hat. Mhm. Das ist, also ich glaube, in Deutschland gibt es nicht viele Leute, die so viel Ahnung haben, oder? Also ich kann ganz unbescheiden sagen, dass die meisten Steuerberater in Deutschland überhaupt keine Ahnung haben. Und ich habe mich, sagen wir mal, auch sehr spezialisiert. Nämlich gerade auf, sag ich mal, eher kleine Unternehmer und Selbstständige. Mhm. Quasi das Wissen, was die ganzen Großkonzerne haben, möchte auch den kleinen Mann zugänglich machen, weil er es einfach am meisten noch braucht. Ja. Mhm. Das finde ich klasse. Ich habe echt eine Vielfalt von Kunden. Letztes Mal, ich mache auch Seminare regelmäßig im deutschsprachigen Raum. Ich hatte einen Mönch mit eigenem Kloster dort. Ja. Ein Mönch mit eigenem Kloster? Cool, lass es hier lang gehen. Besser. Das heißt, es ist extrem divers. Viele sehr, sehr ernsthafte Unternehmer, die auch sehr viel Geld verdienen, aber auch viele sehr alternative Gestalten. Und das macht das Ganze so interessant für mich. Mhm. Weil alles ist komplett anders. Es gibt keine Standardlösung. Ja. Du musst es immer ganz genau anpassen. Ja klar, und je mehr Sachen oder je mehr du daran arbeitest oder je mehr Leute du triffst, desto besser kennst du dich aus. Weil du dann immer mal wieder ein paar neue Sachen recherchieren musst wahrscheinlich. Genau. Ich muss viel recherchieren. Und tatsächlich alle paar Wochen finde ich auch irgendwie wieder eine coole neue Lösung, die ich vorher gar nicht kannte. Ja. Das ist cool. Also gehst du sehr strukturiert auch beim Arbeiten vor. Ja, ich denke, eine ganz gute Struktur, meine gewissen Routinen, die ich befolge. Sonst könnte ich das Ganze auch nicht mehr alleine stemmen. Ja. Das ist natürlich krass. Freund, also du hattest ja vor ein paar Tagen, hast du erzählt, dass du auch bei Galileo warst. Wie war die Erfahrung für dich? Ja, es war natürlich erstens mal ganz, ganz reizvoll, dass einem die ganze Zeit so eine Kamera folgt. Mhm. Man steht so ein bisschen im Rampenlicht. Aber man muss natürlich wissen, deutsches Fernsehen, da steht das Ergebnis bereits bei Produktionsstart fest. Und im Endeffekt, wir hatten ca. 20 Stunden Material und daraus wurden, sag ich mal, die 10 ungünstigsten Momente für mich herausgeschnitten. Aha. Das heißt, wer die Sendung anschauen möchte, der kann erahnen, dass es deutlich besser hätte sein können. Ja. Ja. Okay. Warte mal, wir müssen hier kurz am Bus vorbei. Aber für mich war es gut. Für mich steht hier ein ganzes startendes Projekt, ja, der eben auch die Sache möglichst vielen Menschen helfen, freier zu leben. Mhm. Deshalb finde ich Reichweite generell gut. Mhm. Und ich habe auch viele Hasskommentare bekommen, sehr viele sogar. Aber genauso viele Leute, die echt inspiriert waren, mir geschrieben haben, dass sie das super toll finden. Und darauf kommt es mir letztlich an, ja.
Das ist einfach. Und das ist das Schöne, dass ich auch sehr viel Verantwortung habe, weil es einfach maßgebliche Lebensentscheidungen sind, die ich natürlich beeinflusse. Aber damit auch eben sehr großen Einfluss auch generiere, sozusagen. Ja. Ich habe sicherlich den deutschen Staat, darf ich jetzt nicht laut sagen, aber ein paar Millionen an Steuereinnahmen sicherlich schon gekostet. Ja, gut. Ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein wahrscheinlich. Ja, eben. Sowieso. Okay, cool. Was soll ich dich denn noch fragen? Hast du irgendwelche Gewohnheiten, die du. Also so Habits, die dich produktiver machen? Ja, ich hab relativ extreme Habits. Die meisten als komplett dumm ablehnen würden. Das heißt zum Beispiel, ich frühstücke nicht, schon seit 20 Jahren nicht. Für viele ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag. Aha. Ich skippe das komplett, mache so ein bisschen Low-Carb-Diät, verzichte auf Zucker, Intermittent Fasting. Also ich esse eigentlich immer nur in so einem 4-Stunden-Zeitraum. Das ist geil. Ich muss dir auch sagen, ich habe das selber auch mal gemacht. Und zwar ein halbes Jahr bis Jahr habe ich das auch mal gemacht. Was ich auch mache, was viele gar nicht glauben, ist, diese ganzen Produktivitätstools und so weiter, ich halte da gar nichts von. Ich mache alles im Kopf. Ich habe noch nicht meinen Kalender. Aha. Ich mache alles im Kopf. Mein Kopf ist der Kalender, organisiert alles. Boah. Das heißt, diese ganzen, was weiß ich, Dienste, die du verwenden kannst, nutze ich alles nicht, weil ich glaube, das macht dich eher unproduktiver. Ja. Aha. Also Produktivitätsdienste machen dich eher unproduktiver. Okay, das ist krass, das ist krass. Okay, hast du irgendwelche Routinen? Stehst du um eine bestimmte Uhrzeit auf oder ist das eher? Ja, ich sag mal, mein Lifestyle ist natürlich relativ unstet, weil ich sehr, sehr viel reise. Oft nur 2-3 Tage in einem Stadt bin und dann weiterziehe. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie mein Büro, wo ich ständig erreichbar bin. Das heißt, wenn ich Termine mache, dann mache ich das spontan, dann sage ich, da und da habe ich da und da Zeit und dann mache ich meine Termine aus. Das heißt, extrem spontan. So wenig Routinen. Fast gar nicht. Okay. Typische Routine, die ich immer habe, wenn ich in einer neuen Stadt bin, 2 Stunden lang Spaziergang machen, ohne Ahnung, irgendwo hingehen. Ja. Weil das ist für mich generell die beste Einstellung im Leben. Einfach mal drauf los. Spontanität halte ich für ein sehr, sehr hohes Gut. Einfach immer neugierig bleiben, spontan sein. Auch alle, sag ich mal, Sachen, die sich anbieten, mitnehmen. Ich glaube, das hat auch mein Business, sag ich mal, auf einen guten Weg gebracht. Und das kann ich jedem empfehlen, der auch gerade dabei ist, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Gibt es irgendwas, was du oft siehst, was viele falsch machen mit der ganzen Auslandslösung und so weiter? Irgendwelche, die größten Fehler? Ja, viele Leute denken einfach, das, was sie jetzt zum Beispiel in Deutschland machen, können sie 1:1 auf diese Auslandsfirma anwenden. Das heißt, sie kriegen ein vernünftiges Bankkonto, wo sie kaum Geld zahlen. Sie können irgendwie PayPal und Stripe nutzen, sie können verschiedenste Plattformen nutzen, aber das geht eben bei vielen Auslandsunternehmen nicht. Mhm. Man kriegt vielleicht gar kein Bankkonto in der EU, man kann PayPal gar nicht nutzen, man rennt in einen Haufen anderer Probleme, weil auf einmal Rechnungen nicht akzeptiert werden, wo man sich nicht bei Affiliate-Programmen anmelden kann und so weiter. Und da haben viele Leute schon sehr viel Geld verloren, die einfach mal drauf losgegründet haben, in was weiß ich, Belize oder sowas, aber dann nicht wussten, oh, das ist zwar steuerfrei, aber man kann gar nichts mit der Firma machen. Kann ja wohl mit einem zusammenarbeiten. Genau. Oh. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und dann sollte man auch aufpassen, dass es halt einfach extrem speziell ist. Ja? Nur weil ein Freund das macht und keine Steuern zahlt, heißt das nicht, dass es, sag ich mal, die Lösung auch für dich Sinn macht. Ja? Wenn ein Freund das macht, was meinst du? Ich sag mal, wenn ein Freund jetzt irgendwie seine Firma in Hongkong hat und steuerfrei ist und das alles für den gut klappt, heißt das nicht, dass es auch für dich gut klappt. Das heißt, es gibt extrem viele Komponenten, die da ineinander spielen. Vor allem eben auch nicht nur auf Firmenebene, sondern auch dann gekoppelt, wo ist dein Wohnsitz, was möchtest du machen in den nächsten Jahren und so weiter. Das solltest du alles im Zusammenhang sehen. Und das ist eben auch bei mir so ein bisschen die Sache. Ich sage immer so ein bisschen, Steuerberater kennen sich zu 99% in einem Land aus. Yep. Ich kenne mich zu 90% in allen Ländern der Welt aus. Das ist geil. Und das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil, den ich habe. Und für die restlichen 10% habe ich eben meine ganzen Spezialisten, meine ganzen Anwälte vor Ort sitzen, die auch alles schwarz auf weiß bestätigen können und das Ganze natürlich dann auch umsetzen. Krass. Ich glaube, das ist wieder Patcheville hier, ne? Oder wie das heißt? Das ist Patcheville, das berühmt-berüchtigte Partyviertel auf der katholischsten Insel Europas. Okay.
okay, ja. Ziemlich gut. Also man kann hier auch gut feiern gehen, ne? Also ja, Pacheville ist den meisten Leuten bereits nach einer Woche zu viel. Malta hat leider nicht so viel anderes zu bieten. Aber man sollte sich auf jeden Fall mal anschauen, ja? Sind wir ja wieder hier zurück. Ich zeig gleich mal so einen kleinen Rundumblick. Größten Fehler sind jetzt so, dass jemand einfach drauf losgründet. Ja, genau, einfach andere Leute kopieren. Das ist oft ein großes Problem gewesen. Ich bin viel so in dieser digitalen Nomaden-Szene unterwegs. Ach ja. Da haben, sag ich mal, irgendwelche bekannten digitalen Nomaden, so die alle ersten Reiseblogs hatten, haben irgendwann mal in Hongkong gegründet. Da haben denen alle das nachgemacht, ohne zu wissen, dass es auf einmal sehr, sehr schwierig wurde, ein Konto in Hongkong zu öffnen. Und die standen dann alle ohne Konten da. Und damit waren die paar tausend Euro für die Hongkong-Firma quasi Putsch. Sinnlos. Das heißt, niemals andere kopieren, auch wenn das für die klappt. Und ja, nicht davon ausgehen, dass das, was man jetzt in Deutschland macht, auch so im Ausland klappen wird. Ja. So, das müssen wir ganz kurz hier einen Rundumblick machen. Und dann können wir nochmal weiter runtergehen. So. Ja. Weiter geht's. Ich glaube, soweit. Hast du noch irgendwelche so Tipps, die du Leuten dann so ans Herz legen möchtest? Ja, ich glaube, es kann oft eine sehr gute Entscheidung sein, tatsächlich darüber nachzudenken, eben vielleicht ins Ausland zu gehen. Weil wenn viele Leute daran denken, ich muss jetzt auswandern, das ist nicht so interessant, weil wenn sie dann hören, ich kann vielleicht trotzdem ein halbes Jahr in Deutschland leben, ohne dort Steuern zu zahlen, dann ist es vielleicht gar nicht so unattraktiv. Und viele Leute sehen einfach, dass auch vieles nicht mehr stimmt, dass es auch nicht gerade besser wird, sondern eher noch schlechter. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, und dann aber auch wirklich die zu treffen und sie dann auch wirklich durchzuziehen. Ja. Ich meine, es lohnt sich ja auch irgendwie, wenn man nur den Sommer in Deutschland verbringt. Das reicht, glaube ich, aus im Winter. Wer möchte denn in Deutschland leben? Ja, gut. Deutschland hat auch im Winter so seine schönen Seiten, so Weihnachtsmärkte und ja, sowas. Genau. Aber das kann man dann Tag, wenn man die Familie zu Weihnachten besucht, kann man das dann mitnehmen. Eben. eben. Aber ich meine, man muss ja noch nicht mal ausfahren. Ich meine, es gibt selbst in Deutschland, hat, sag ich mal, mit die strengste Gesetzgebung auf der Welt, was Auslandsunternehmen angeht. Mhm. Aber wer, sag ich mal, knapp sechsstellig verdient, umsatzmäßig. Mhm. Der hat bereits Möglichkeiten, irgendwie zum Beispiel hier in Malta ein Unternehmen zu gründen. Das wird auch in Deutschland anerkannt, wenn er hier zum Beispiel ein Büro unterhält und so weiter. Mhm. Das heißt, auch mit deutschem Wohnsitz gibt es durchaus Möglichkeiten, da einiges zu drehen. Und ich meine, ich bin, sag ich mal, Verfechter dieser Flaggentheorie. Also Flaggen sind quasi diese Aspekte des Lebens, die man global auslagern kann. Aha. Und das kann jeder machen, ja. Das heißt, wenn es nur ist, irgendwie ein Bankkonto im Ausland zu eröffnen, wo der deutsche Staat nicht direkt zugreifen kann und senden kann. Ja? Allein das ist ja schon, sag ich mal, ein Riesenvorteil, zumindest einen Teil seines Vermögens irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das heißt, das können auch Angestellte machen. Ja? Kannst du noch mal kurz auf die Flaggentheorie eingehen? Mhm. Das ist interessant. Ja, die Flaggentheorie ist nicht von mir erfunden worden, das gibt es schon sehr lange. Das heißt einfach, der normale Deutsche vielleicht hat sämtliche Dienstleistungen jetzt in Deutschland in Anspruch. Aber das muss ja nicht zwingend sein, weil alle anderen Staaten der Welt bieten genau solche Sachen. Das heißt, wir haben eben Flagge zum Beispiel Staatsbürgerschaft, ich bin immer noch Deutscher, aber ich wohne in Panama, meine Firma ist in Dubai, mein Konto ist in Litauen, meine Investments sind in Singapur. Dass man einfach, sage ich mal, immer die besten Länder für bestimmte spezifische Aspekte rauspickt und sich so international diversifiziert, sein Risiko zu streuen und so weiter. Das heißt, deutscher Staatsbürger wohnsitzt, was weiß ich, woanders, in einem anderen Land, Firma in einem anderen Land, genau. Konto in einem anderen Land. Genau. Oder habe ich was vergessen? Vier Sachen? Es gibt noch deutlich mehr Flaggen, ja. Man kann das anwenden auf Versicherungen, auf deinen Mobilfunktarif, auf deine Autozulassung, auf deine ganzen Brokerkonten, Edelmetalllager. Selbst kontrovers auf, sag ich mal, Ehepartner, das heißt, man heiratet irgendwie, um eine Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aha. Oder lässt seine Kinder in gewissen Ländern zur Welt kommen, dass sie von Geburt an mit einer zweiten Staatsbürgerschaft ausgestattet werden. Aha. Man kann das auf Mitarbeiter, eigentlich kann man das auf alles anwenden, ja, auch auf gutes Essen, auf guten Alkohol. Aber ich
wenn das, sage ich mal, auf die wirklich lebensentscheidenden Aspekte angeht. Krass, interessant. Ich habe vor vielen Jahren auch von dieser Flaggentheorie gelesen. Ich glaube, es war auf Simon Blacks Webseite oder sowas. Ja, genau. Es gibt natürlich einige auf dem englischsprachigen Markt, die das schon deutlich länger machen, die auch durchaus gute Inspiration mal geliefert haben. Aber man muss auch einfach sehen, die sind eben auf Amerikaner oder Kanadier und so weiter spezialisiert. Ja. Und das sind nochmal ganz andere Bedingungen, ganz andere Dinge, die zu beachten sind, als jetzt für Deutsche, Österreicher und Schweizer. Jedes Land, das ist eben auch wichtig, ist extrem unterschiedlich, hat komplett andere Regelungen. Das heißt auch, wer in Spanien lebt, als Deutscher zum Beispiel in Spanien oder in Malta lebt, hat auch ganz andere Ausgangssituationen, als wenn er noch in Deutschland wäre. Cool. So, ich glaube, wir sind jetzt schon ganz schön lange unterwegs. Das sind schon 40 Minuten. Ich würde jetzt einfach mal gleich einen Cut machen. Lass uns kurz an dieser Eisdiele hier vorbeigehen, weil die Musik ist ganz schön laut. Oder keine Musik mehr. wenn jemand dich im Internet finden möchte, beziehungsweise die sich mit dir connecten möchte oder irgendwie dir folgen möchte oder eine Beratung von dir haben möchte, hast du Webseiten, hast du irgendwie Social Media Profile oder wie kann jemand dich erreichen? Ja, also jeder kann mich über meinen Blog startenlos.ch erreichen, der ist deutschsprachig. Genauso über meine persönliche Webseite christoph.today. Christoph.today. Genau. Das sind so ein bisschen andere Projekte von mir noch aufgelistet. Das heißt, würde ich jetzt nicht erwähnen, ich mache auch viel so einen Travel-Hacking-Bereich oder mit Kryptowährungen. Da würde ich sagen, bin ich auch Experte für. Diverse andere Projekte, die ich jetzt mache, die vielleicht auch Leute interessieren, wie zum Beispiel das Inselprojekt in Panama. Ist auch meine Reiseplanung aufgelistet. Das heißt, immer gerne, wenn Leute vorbeikommen wollen, mal eine Zeit lang mit mir reisen wollen, stehe ich immer offen gegenüber, weil ich dadurch schon sehr, sehr viele interessante Leute kennengelernt habe. Das kann man dort alles einsehen. Hier stehen bleiben. Also du sagtest gerade christoph.today. Genau. Und startenlos.ch. Genau. Christoph.today ist auch das Instagram-Profil. Da kann man, sag ich mal, meine ganzen Reisen in Echtzeit sozusagen verfolgen. Okay. Ich werde auf jeden Fall die ganzen Sachen... Was, Instagram hast du gesagt? Instagram, ja. Instagram. Genau. Wie findet man dich bei Instagram? Christoph.today. Christoph.today. Einerseits eine Website und andererseits mein Instagram-Profil. Okay, dann werde ich das Ganze hier drunter verlinken. Schaut auf jeden Fall, klickt da drauf, folgt dem Christoph auf Instagram, abonniert seinen Newsletter vom Blog, du hast bestimmt noch ein Newsletter. Ich habe ein Newsletter, es gibt auch ein schönes Buch, die Startlos-Mentalität. Da wird nochmal, sag ich mal, erklärt, was so ein bisschen mentale Barrieren sind, um wirklich frei zu leben. Kann ich jedem sehr empfehlen. Okay. Also all das wird unter diesem Video verlinkt, klickt da unbedingt drauf, abonniert auch diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, klickt hier unter dem Video einfach auf Abonnieren und ich danke dir vielmals, Christoph, ich habe sehr viel gelernt heute und unsere Zuschauer ganz sicher auch. Möchtest du noch irgendwas zum Ende sagen? Ja, ich danke dir für das Interview und ich freue mich, wenn ihr bei mir vorbeischaut. Alles klar, see you later, Leute, bis dann.